Ganz tief in den Wäldern von Wobbly lebte einst ein Bankräuber. Dieser Bankräuber hatte sich eines Tages in dieser Blockhütte verschanzt. Doch heute war ein ganz besonderer Tag, denn dieser Bankräuber hatte etwas ganz Besonderes vor. Oh Mann, mir geht's gar nicht so gut. Oh Mann, ich brauche ganz viel Geld. Oh Mann, ich sitze hier schon seit Tagen fest, ey. In dieser dämlichen Holzhütte, Mann. Ich sitze hier schon seit Wochen fest hier. Hier gibt's einfach gar nichts zu essen. In dieser Holzhütte liegt einfach alles hier herum. Hier sind einfach nur Spinnenweben. Sonst gibt's hier gar nichts. Nichts zu essen, kein gar nichts. Oh Mann, ich brauche ganz dringend Geld, damit ich mir was Neues kaufen kann. Vor allem Essen und vielleicht ein neues Auto. Oh ja, das wäre wunderbar. Mal überlegen, was könnte ich denn tun, um mir ganz viel Geld dran zu schaffen? Ich glaube, ich hab's. Na klar, ich mache einen Banküberfall. So, das ist die Idee. Okay, das heißt, um einen guten Banküberfall machen zu können, brauche ich natürlich einen Masterplan. So, das heißt, ich brauche als erstes den Standort, welche Bank überfalle ich. Danach brauche ich ein Fluchtfahrzeug auf jeden Fall und am besten noch eine Verkleidung, dass mich niemand erkennen kann. So, diese Sachen werde ich mal besorgen und dann schaue ich mal, welche Bank ich überfallen möchte. Zuerst schleiche ich mich aber wieder mal hier aus meiner Holzhütte raus. So, mein Geheimversteck hier. Niemand darf wissen, dass ich hier wohne. So, ich gehe mal tief in den Wald und schaue mich mal um, ob ich da was höre, welche Bank ich überfallen soll. Oh, hier glaube ich, bin ich richtig. Bei den Schatzjägern. Die haben doch bestimmt gehört, in welcher Bank es am meisten Geld gibt. Ich höre mich mal um und guck mal, ob ich irgendwas zu hören bekomme. So. Oh, ich glaube, der hier weiß etwas. Okay. Ich höre mal ganz genau zu. Hey, du da. Hast du das auch schon mitbekommen? In der Bank soll heute ein riesiger Betrag an Geld reingekommen sein. Das soll 1 Billion Wobbly-Dollar sein. Die Bank in der Stadt, die große, große Bank. Die haben heute einen riesigen Geldtransporter bekommen, wo sie heute ein Vermögen bunkern. Hast du das schon mitbekommen? Das ist die Nachricht des Tages. Jeder Wobbly spricht in der Stadt darüber. Habt ihr das gehört? Genau danach habe ich gesucht. Oh ja. Perfekt. Ich danke dir, mein Freund. So, ich glaube, ich mache mich mal auf den Weg zur großen Bank in der Stadt. So, das wird auf jeden Fall mein Ziel sein. Okay, jetzt muss ich überlegen, jetzt brauche ich nur noch ein Fluchtfahrzeug und einfach Klamotten zum Umziehen, damit ich mich verkleiden kann. Natürlich darf mich niemand hier einfach so entdecken. Das werde ich noch ganz schnell von der Polizei erwischt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. So, ich bin in der Stadt nun angekommen und ich habe da eine Idee. Und zwar werde ich mir als Fluchtfahrzeug einen Krankenwagen nehmen. Genau, das ist das, Leute. Das ist es. Damit werde ich ganz einfach entkommen können. Denn niemand verdächtigt deinen Krankenwagen, dass da jemand irgendwas drin schmuggelt. Und das ist der perfekte Geldtransporter. Oh ja, das ist mein Masterplan. Ich klaue mich hier ganz schnell und heimlich so einen Krankenwagen. Zack, rein. Und heimlich schnell wegfahren. So, niemand sieht mich. Perfekt. So, diesen Krankenwagen muss ich jetzt nur noch verstecken, solange es noch neblig ist in der Stadt. Oh Mann, dieser Nebel hat ganz schön zugezogen. Mittlerweile ist es so neblig, man sieht kaum noch die Hand vor der eigenen Nase. Schaut euch das mal an. Es ist komplett neblig. Aber das ist gut für mich. Denn das kann ich für mich nutzen, um hier mich geheim durchzuschleichen, dass mich niemand hier erkennt. Und dann positioniere ich schon mal das Fluchtfahrzeug genau in der Nähe der Bank. Da kann ich direkt entkommen. So, ich muss nur ganz vorsichtig fahren, dass mich hier ja niemand erwischt. Mich darf auf keinen Fall die Polizei sehen. Weil wenn sie mich jetzt in diesen Krankenwagen sehen, dann bin ich sofort verdächtig. Okay, muss ganz langsam und vorsichtig fahren. So, da vorne ist die Bank. Am besten gehe ich in eine Seitenstraße und parke dort das Fluchtfahrzeug. So, hier ums Eck am besten irgendwo. So, ganz unauffällig. Oh, hier. Das wird doch niemand hier bemerken. Schaut euch das an. Ganz unauffällig steht hier einfach ein Krankenwagen. Es wird doch keiner hier einfach auf die Idee kommen, dass das verdächtig aussieht, oder?
Perfekt. So, ich brauche jetzt nur noch eine einzige Sache für meinen Banküberfall. Ich habe meine Klamotten hier schon drin. Die Krankenklamotten, damit ich mich als Arzt verkleiden kann. Nach meinem Bankraub. Und jetzt brauche ich nur noch eine Waffe. Denn ohne Waffe werden wir auf keinen Fall so viel Geld rausrücken. Die sind doch nicht doof. Die werden doch keine Angst vor mir haben. So, ich packe am besten meine selbstgebastelte Waffe aus. Hahaha, das Ding hat mich schon so oft aus den schwierigsten Situationen gerettet. Damit schaffe ich jeden Bankraub. Das ist meine gute Knarre. Damit schaffe ich jetzt jeden Bankraub. So, und der wird jeder Angst haben. Auch der Bankdirektor. So, damit gehe ich jetzt direkt in die Bank rein und schnapp mir die 1 Million Wobby-Dollar. Oh ja, so Freunde, jetzt bin ich hier bei der Bank angelangt. Jetzt muss ich vorsichtig reingehen, dass mich ja niemand sieht und dann kann ich hier den Banküberfall machen. So, mit meiner Waffe in der Hand sollte es auch kein Problem sein, den Bankdirektor hier einzuschüchtern, dass er mir auch das Geld rausrückt. So, wir schleichen uns hier vorsichtig ran, ganz langsam, ganz langsam. Ich mache die Tür auf. Da ist der Bankdirektor. So. Wenn ich jetzt die Waffe hochhebe, dann beginnt der Banküberfall. So, seid ihr bereit, Freunde? Okay, los geht's. Go, hey, das ist ein Banküberfall. Hände hoch. Ah, Hilfe! Ein Bankräuber! Bitte, bitte, bitte tun Sie mir nichts. Ich gebe Ihnen auch alles, was Sie wollen. Ich habe gehört, ihr habt 1 Million Wobby-Dollar bekommen. Die will ich haben, und zwar jetzt auf der Stelle. Los, besorgt mir das Geld und dann lasse ich euch am Leben. Habt ihr verstanden? Oh ja, ja, ich mach schon, ich bringe euch das Geld, bitte wartet hier. Ich beeil mich schon. Sehr gut, der holt mir das Geld, Freunde. Das, so geht der Banküberfall. Habt ihr gesehen? Mit einer Waffe haben sie sofort Angst. So, ich glaube, ich folge ihm lieber. Man weiß nie, was der Bankdirektor noch austüftelt. Nachher ruft er noch die Polizei. So, mal gucken. Hat er schon das Geld parat? Ich guck mal, folge ihm mal hier. Beim Tresor müsste eigentlich das Geld sein. Na, haben Sie schon das Geld parat? Ja, ja, Sir. Keine Sorge. Ich mache alles für Sie. Hier ist das Geld. Oh ja, Freunde. 1 Million Wobbly-Dollar. Schaut euch das an. Das ist die fette Beute. So, oh, der Bankdirektor ist einfach ohnmächtig geworden. Der vor lauter Angst ist einfach ohnmächtig geworden. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Perfekt. Ich schnapp mir das Geld, Freunde. Und dann ab in mein Fluchtauto und danach entkommen wir der Polizei. So, ich habe ja auch meinen Masterplan ausgearbeitet. Das heißt, keiner wird mich hier erwischen. So, und da der Bankdirektor ohnmächtig ist, hat auch noch niemand die Polizei gerufen. So, ich schleich mich raus. So, Freunde, also ab geht's. Boah, 1 Million Dollar. Boah, die wiegen aber auch ganz schön. Da muss ich ganz vorsichtig hier laufen. Boah, die sind so schwer. Boah, ganz vorsichtig raus. Lalalala. So, hier rausschleichen. Ganz vorsichtig. Boah, die sind so schwer. Habt ihr immer so viel Geld getragen? Das ist ja brutal. Alter, raus hier. Boah, hier muss man richtig rausquetschen. Komm schon, diese fette Beute. So, und raus hier. Renn. Bevor sie die Polizei rufen, ich hau hier ab. Ums Eck, um zu meinem Fluchtfahrzeug. Jawohl, Freunde, das war's. Das war der Bankraub. Schnell, jetzt muss ich mich in Sicherheit bringen. Boah, das ist so ein riesiger Geldsack. Boah, das ist unglaublich. Ich bin jetzt einfach Millionär. Boah, ich darf mich nicht zu früh freuen. Sonst erwischt mich hier noch die Polizei und das war alles umsonst. So, ich muss vorsichtig, schnell, solange mich hier niemand sieht, schnell den Geldsack da reinpacken. So, zack und hier rein. Jawohl, sicher ist der Geldsack. Jetzt muss ich nur noch entkommen. Die Polizei wird wahrscheinlich die ganzen Straßen sperren und hier nach mir Ausschau halten. Am besten ist es, dass ich jetzt zu meinem Masterplan Schritt Nummer 3 komme. Und zwar, dass ich mich jetzt verkleide. Dann wird mich niemand mehr erkennen. So, und damit ist mein Outfit perfekt. Niemand wird erkennen, dass ich ein Bankräuber bin. Mit diesem perfekten Outfit sieht es so aus, als würde ich hier im Krankenhaus arbeiten und transportiere hier einen Patienten, der in Not ist. So, damit werde ich auf jeden Fall in mein Geheimversteck kommen und das Geld sichern können. So, jetzt muss ich nur vorsichtig fahren und nicht auffällig sein. Das ist das Allerwichtigste. So, vorsichtig raus und jetzt Richtung Brücke. So, Freunde, ab geht's, die Post. Ich würde sagen, ich mache sogar noch die Sirene an, dann kann ich überall durchfahren. So, kommen wir hier bei der Feuerwehr vorbei. Wir fahren links über die Brücke. Und dann, oh, oh mein Gott, was ist hier los? Da ist ein Polizist. Oh, was will der von mir? Guck mal, der winkt mir zu. Die haben hier eine Straßensperre gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der will was von mir. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich soll hier ranhalten. Nein, nein, die dürfen mich nicht kontrollieren. Oh mein Gott. Ja, Officer, hallo? Kann ich was für Sie tun? Hey, Sie da, was machen Sie hier? Die Brücke ist gesperrt. Hier ist ein Verbrecher entflohen. Wir versuchen hier gerade ihn zu fangen. Und hier darf niemand durch. Haben Sie verstanden? Was machen Sie hier überhaupt? Dürfen Sie überhaupt hier entlang fahren? Darf ich mal Ihren Ausweis sehen eigentlich? Oh, ja, na klar, natürlich. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis.
Okay. Scheint in Ordnung zu sein, okay. Gut, dann drehen sie sich hier um und nehmen sie einen anderen Weg. Hier ist sie auf jeden Fall gesperrt. Hier kommen sie nicht durch. So. Okay, ich beeil mich ja schon. Oh nein, hier wollen auch andere Leute durch. Die haben ja hier richtig Stress. Okay, ich fahr schon. Boah, zum Glück hat er uns nicht kontrolliert. Hätte er hinten bei uns aufgemacht, hätte er das Geld gesehen. Boah, ich muss hier unauffällig schnell weg. Boah, ich kontrolliere schon die anderen Leute. Guck mal. Boah, ich glaube, der nimmt die fest. Oh mein Gott, ich war hier schon schnell weg. Oh mein Gott, schnell weg hier. Der Polizist ist ja richtig crazy drauf. So, ich nehme einfach schnell einen anderen Weg. Boah, das war richtig knapp mit den Polizisten. Ich muss unbedingt aufpassen. Die haben schon eine Straßensperre errichtet und verhandeln nach dem Bankräuber. Tja, wenn die wüssten, dass der Bankräuber direkt vor ihrer Nase war. Tja, aber das war wohl nichts. Okay, ich suche mir mal einen anderen Weg in die Berge und dann werde ich mein Geld hier schön, werde ich mein Geld schön bunkern. Oh, endlich 1 Million. Oh, was ich damit alles kaufen werde. Ah, ich kann es kaum abwarten. Nun befinde ich mich auf direkten Wege in die Berge. Da, wo mein Geheimversteck liegt. So, niemand hat mich hier entdeckt. Ich bin der Polizei entkommen. Und das war wohl der perfekte Bankraub. So, niemand wird jemals mich finden können. Da wäre ich nun mitten in den Bergen. So, nun wird es Zeit, die Sirene auszumachen. Hier fährt sowieso niemand herum. Das ist eine gesetzlose Zone. Hier macht jeder, was er möchte. So, nun bin ich gleich daheim. So, ich kann es kaum abwarten, das ganze viele Geld auszugeben. Oh, da vorne ist mein Versteck. Perfekt. Sehr gut gelungen. Jetzt nur noch vorsichtig das Auto verstecken. Dass man das ja nicht findet. So, den Krankenwagen darf natürlich niemand sehen. Oh, perfekt. Das war doch ein wunderbarer Bankraub. Oh, wie am Schnürchen. Perfekt. Jetzt packe ich mein Geld hier raus. Darf natürlich hier niemand sehen. Ich muss ganz vorsichtig sein. Oh, 1 Million Dollar. Ich kann es immer noch nicht glauben. Guckt euch das an, wie viel Geld das ist. Oh, ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Geld. Ach, so viel Geld, das ist unglaublich. Oh Mann, jetzt nur Vorsicht, dass mich hier ja keiner sieht. Oh, dieser Geldsack ist so riesig, dass ich ihn kaum schleppen kann. Schnell in meine Hütte rein, schnell. Niemand darf mich hier sehen. Boah, geschafft. Ich hab's geschafft, ich kann es kaum glauben. Da, 1 Million Dollar. Das ist unglaublich. Das war der perfekte Bankraub. Oh Mann. So werde ich der perfekte Bankräuber. Ich werde eine Bank nach der anderen ausrauben, dann werde ich Multimillionär. Das war die erste Million von vielen, die noch kommen wird. So, jetzt ziehe ich mich erstmal schnell um und danach werde ich erstmal mein Geld einzahlen. Boah, ich kann es kaum abwarten. So, na endlich, fühlt sich schon viel besser an, meinen guten alten Klamotten zu stecken. Nichts geht über die alte Bankräuberverkleidung. So, und damit wäre das erledigt. Jetzt muss ich nur noch meine 1 Million Bobby-Dollar auf meine Bank einzahlen. Und dann kann ich shoppen gehen. Ach, wie schön. So, nach einem langen, weiten Weg habe ich es endlich geschafft. Hier ist nämlich in der Nähe ein geheimes Dorf, wo man ganz entspannt seiner Tätigkeit nachgehen kann, seine geklauten Waren zu verkaufen oder, wie ich, das geklaute Geld einzuzahlen bei seiner Bank. So, die geheime Bank für Bankräuber. So, die ist auch direkt hier. Und damit habe ich es endlich geschafft. Damit kann mir auch niemand mehr das Geld streitig machen. Hahaha, endlich. Es ist vollbracht. Da vorne zahle ich es endlich ein. Oh, ich kann es kaum abwarten. Das wird unglaublich. 1 Million Wobbly-Dollar. Let's go. Ja, ich hab's. Endlich. Das Geld ist sicher auf meinem Konto. So, jetzt kann ich endlich shoppen gehen. Neue Autos, neue Häuser. Oh, ich werde ein Leben führen im Luxus. Oh, ich kann es kaum abwarten. Das nächste Mal werde ich eine noch viel größere Bank ausrauben und vielleicht einen Diamanten klauen oder noch größere Sachen. Ich kann es kaum abwarten. Bis hin zum nächsten Mal sehen wir uns wieder.